Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal ein ganz anderes Video, also ein Unboxing heute mal für euch. Klasse 1, also hier ist nur Klasse 1 drin, nicht T1 oder sonst was. Und ja, hier ist die Bestellliste. Ziemlich viel, ich glaube es waren 120 Euro oder so. Das Paket wiegt knappe 8 Kilo. Es ist nichts von Jorke drin, also braucht ihr euch nicht wundern. Dann würde ich sagen, schneide ich das jetzt mal auf. Jetzt. Mit einer Hand ist das immer schwer, ihr wisst es ja bestimmt selbst. Muss ich ganz vorsichtig sein. Ich glaube, die Artikel sind genau drunter. Mal gucken, ob es schon aufgeht. So, was ist denn das? Ein richtig cooler Sticker. Ich liebe Feuerwerk. Von Röde Feuerwerk. Danke an diesen Sticker. Dann geht's jetzt hier los. Wie immer richtig geil verpackt von Röde. Muss ich das mal hinklemmen. Und dann geht's los, würde ich sagen. Aha. Ein leeres UFO-Pack, leeres Leuchtteiler und dann machen. Oh, ist das ein geiles Gefühl, Leute. Also hier einmal Blitztürme von Leslie, Neuheit 2014. Sind ziemlich geil. Hier ist Stroboskop beschrieben. Dann geht es jetzt weiter mit dem Keller-UFO. Sind auch ziemlich geil mit Crackling. Habe ich 2, 3, 4. Ich glaube, da müsste noch ein 5. kommen, weiß ich jetzt gar nicht. Und hier der Keller-Vulkan. Habe ich mir jetzt gar nicht bestellt, keine Ahnung. Ja, es sind auf jeden Fall coole Vulkane. Dann geht es jetzt weiter mit den Pirouetten von Weco, ja. Von Weco sind auch immer wieder dabei. Dann hier die 1, 2, 3 mal Knatterbälle von Panda. Dann dicke Brummer von Weco Feuerwerk. Das Design sieht ein bisschen älter aus, weiß ich jetzt gar nicht, ob das das aktuelle ist. Dann noch einmal Vulkane von Keller. Dann die Strobe von Nico, habe ich mir nur ein Päckchen davon bestellt. Die Version mit 40 Sekunden. Ja. Die zweite. Noch einmal Pyro Kreisel. Okay. Ich hätte gedacht, die habe ich mir zweimal bestellt, aber egal. Ah genau, und hier noch das 5. UFO-Pack. Mit 3 Stück, mit Crackling am Ende. Dann hier die bisschen beschädigten Crystal Fountains von Leslie Feuerwerk. Ja, sind auch ziemlich geil. Hier einmal das Hip-Hop-Sortiment, meiner Meinung nach das beste Klasse 1 Sortiment, das es überhaupt gibt. Mit den Kobaltbombetten mit Zerleger, keine Wunderkerzen und keine Knallteufel. Dann geht es jetzt weiter mit dem Spinner Pack. Das ist wirklich ein fettes Set mit 40 Bodenwirbel. Richtig geil. Von Leslie. Auch richtig geil. Dann hier nochmal das Hip-Hop-Sortiment. Gleich zweimal bestellt, weil es so geil ist. Dann geht es jetzt weiter nochmal Crystal Fountains. Dann hier ein richtig geiles Sortiment, das erinnert mich ein bisschen an meine Kindheit, dieser Drache hier von Diamond Feuerwerk. Das einzige, glaube ich, eigentlich, was Diamond in Klasse 1 hat. Hier Knallteufel und ich glaube 15 Vulkane, richtig geil. Das gefällt mir wirklich richtig vom Design. Dann geht es hier weiter mit dem ziemlich fetten Daydream Set von Leslie Feuerwerk.
Dann hier zweimal Vegas Vulcanus, sind auch von Leslie, ja, sind auch von Leslie. Haben ein richtig geiles Crackling am Ende. Habe ich mir schon ein paar Videos davon angesehen. Und ja, weiter geht's. Einmal, okay, habe ich die mir jetzt so oft bestellt. Okay, anscheinend. Fünfmal Leuchttaler vom Kellerfeuerwerk müssen auch immer wieder dabei sein. Dann Geistertanz 40 Bodenwirbel. Und sind die von Pyroart? Glaube ich. Müsste von Pyroart sein, wie es aussieht. Kann ich, ich glaube schon, die sind von Pyroart, ja. Ja, auch ziemlich cooler Artikel, auch ziemlich billig, 2,50. Dann, hier, jetzt hatte ich schon gedacht, dreimal. Zweimal die Zwergenaufstände, sind richtig geile Vulkane, auch nur für 2,50, gleich mal zweimal mitgenommen. Werde ich natürlich alles für euch testen, was ich hier bestellt habe. Dann, hier haben wir die Glamorous Fire, auch von Pyroart. Ja, hier. Pyroart. Ich finde, die sind ein bisschen zu groß. Da gibt es auch kleinere, die haben nochmal 0,5 Gramm mehr NEM. Aber ich glaube, die haben trotzdem ganz coolen Effekt. Ziemlich fett für Klasse 1 und ja, weiter geht's. Hier. Vulkan Fantasy. Auch ein richtig geiles Sortiment von Pyroart. 26 Gramm. Ich glaube, da sind 4 Stück drin. Ja, hier 4 Stück. Und ja. Sind auch ziemlich geil. Dann ja ein ganzes Display. Keller Powerballs. Sind meiner Meinung nach die besten. Sind die mit den Kügelchen. Die kenne ich noch aus meiner Kindheit. Die sind richtig geil. Und ich wollte mir noch die Rainbows bestellen. Die sind aber leider schon ausgekauft gewesen. Und ja. Dann geht's jetzt weiter. Hier nochmal ein ganzes Display. Kobalt, also nicht Kobold, die Kobalt sind ohne Zerleger, falls es einer nicht weiß, und die im Hip-Hop-Sortiment, die Kobalt sind mit Zerleger, also mit kleinen Bouquets, sag ich mal. Ja, ein ganzes Display gleich mal mitgenommen von Nico. Ja, dann geht's jetzt weiter. Einmal ein ganzes Klabautermann-Display, auch richtig geil, die sind meiner Meinung nach die besten, haben zwar ein bisschen anderen Effekt als die Kobalt-Bombetten insgesamt, aber ist richtig geil. Ja, sind ein bisschen so wie ein römisches Licht, der Schuss, ziemlich dick und geil und ja. Dann geht's jetzt weiter. Hier der letzte und der fetteste Artikel, einmal ein ganzes Display, XXL Magic Spinball, ihr seht das schon an meiner Hand, das Teil ist richtig fett. Und ja, dann ist der Karton auch schon leer, aber hat richtig Spaß gemacht, mal wieder was aufzumachen, wo Feuerwerk drin ist. Und dann schauen wir jetzt nochmal das Komplettsortiment an. So, hier. Alles hat mein Bruder jetzt gerade schön aufgebaut. Übrigens, ich werde euch den Kanal verlinken. Er hat einen Zeichenkanal. Und, hier ist auch noch was. Hat er richtig schön aufgebaut, muss ich schon sagen. Und, ja. Ich werde alles für euch testen, also ihr könnt euch richtig riesig drauf freuen, auf viele Tests. Und ja, dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen.